Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich! Alter! Ja. Okay, willkommen zurück bei Game Circus. Los geht's, oder? Worauf warten wir? Ich hoffe, du träumst heute Abend davon. Ach, die Musik, ey. Ah, oh, jetzt. Oh, danke. Musik. Oh. Wähl einen Freund aus. Dich brauchen wir. Wir haben auch schon zwei Leolodas. Ja, aber ich möchte auch Leolodas. Wow. Oh, ein Riesengegner. Riesen. Ich hab's gerade total probieren Sie die diesen. Orientierung verloren. Aha. Achso. Schau dir das nur an. Oh, schnell. Oh. Ja, ich bin schon. Schon wieder gepennt. Bin schon ready gewesen. Ich finde gut, dass die Flamme wartet. Ja, genau. Das ist halt eine Freundschaftsflamme. Eine richtige Flamme. Wann hattest du eigentlich deine erste Flamme? Mit 15 im Tanzkurs. Aber es war relativ schnell irgendwie wieder vorbei. Die hat damals irgendwie eine Dreiviertelstunde Zugfahrt weggewohnt. Und das war, als du 15 warst, war das irgendwie eine Weltreise. Ja, das stimmt. Wenn da immerhin eineinhalb Stunden, also hin und zurück eineinhalb Stunden. Und eine Stunde sogar eine Richtung, also zwei Stunden. Das war es dir nicht wert. Wer hat Schluss, wer hat Schluss gemacht? Ich habe Schluss gemacht. Weil es dir zu weit war. Ich habe halt damals schon gearbeitet am Wochenende und so, und dann hast du irgendwie, also eine Fahrt, ich weiß auch nicht, also ich manchmal habe ich auch gedacht, das wäre eigentlich doof von mir, das hätte ich gern, ja. Hätte ich eigentlich. Das war, also liebe Damen da draußen, wer mit dem Sascha eine Bindung, eine festere eingehen möchte, der sollte nicht zu weit von ihm weg wohnen. Hallo, das war... Da musste ich dann auch noch zweimal mit dem Zug umsteigen. Vielleicht war es sogar länger. Ich könnte jetzt im Internet gucken, das war bei Vorbach irgendwo, wie lange man heute brauchen würde. Weil die Zugverbindungen sind auch ähnlich. Und das ist halt mit schon eine kleine Welt. Oh, Alter, das ist ein Riesending. Ja. Aber das war echt eine süße Hübsche. Also ich habe mich dann auch... War, ich weiß auch nicht. Warst auch in sie... Also warst auch ein bisschen verliebt, ja. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das vielleicht war. Das ist auch der einzige Grund irgendwie oder so. Keine Ahnung, aber... Und ich hab dann, damals, wo ich jünger war, habe ich auch immer gedacht, wenn du mit jemandem jetzt zusammenkommst und mit dem, also länger zusammen bist, dann bist du, irgendwie dachte ich immer, das ist dann so eine Verpflichtung wie fürs Leben, du musst dann mit dem zusammen sein oder bleiben oder so. Also ich weiß auch nicht, ich hab da früher... Musst du ja auch. Bist du nicht mit deiner ersten... Komische Vorstellung. Freunde immer noch zusammen. Ja. Ja, ich weiß nicht, warum man das denken sollte, aber das, ich hab neulich, als ich vom Bahnhof so zurückgelaufen bin, habe ich auch so zwei Mädels, so, weiß ich, 14 Jahre oder so, auch reden hören von mir. Und dann haben sie auch so gesagt, ja. Und dann habe ich den, ja, du bist ja mit dem Kevin, oder wie auch immer die heißen, keine Ahnung, mit dem und dem zusammen. Und ja, ihr werdet bestimmt mal heiraten. Oder ich muss dann den heiraten. Und dann habe ich gedacht, hä? Nee, du musst gar nicht irgendjemand heiraten. Das gar nicht, das muss man gar nicht. Ja, natürlich, das ist halt, aber man hat da, wo ich jünger war, halt auch so Vorstellungen gehabt und hab dann gedacht, ah nee, wenn das du nicht sicher willst, dann kannst du es jetzt nicht machen, dass du mit der zusammenbleibst, weißt du? Warte, was? Ich hol mir kurz da den. Warte mal kurz. Aber heute ist. Boah, Alter, was für eine blöde Hure. Heute ist einem natürlich klar, dass. Das ist ja auch ihr dieselben. Das ist ja. Wer kämpft denn dauernd die Dinger kaputt? Bist du das? Sorry. Ich will. So. Cool. Ah, guck mal, du kannst mich. Warte mal. Hey. Friss mich nicht. Okay, jetzt lass mich mal hier den Typ da haben. Okay, danke schön. Aha. Jetzt Leo Loda würde ich halt ja, austauschen. Ja, ah, welche von den beiden Nebos? Nein! Ah, ja, okay. Ach so, Sofa. Ach, man kann die verabschieden in dem. Ach so, das ist nur ein anderes Wort für beseitigen. Verabschieden. Oh nein. Ich hab's weg. Ich bin zu blöd. Oh nein, jetzt kommt noch der Eng. Nein! Ich find's total geil, wie wir uns über irgendwas unterhalten und dann einfach, wenn was anderes passiert, der Unterhaltung nicht mehr folgen kann. Ja, aber guck mal, wie viel Action hier passiert.
das war total easy. Friss ihn, komm. Ich weiß nicht, was du willst. Oh, noch ein Gegner. Strahlhex. Strahlhex! Da kommt meine Freundin vorhin ins Spiel. Boah, cool, die malt das und dann. Das ist ja witzig. Ja, die Strahlhex. Vor allem, du fragst mich was, fäng ich an drüber zu reden. Boah, cool. Hui. Oh. Das ist echt cool. Drawing the paintings, brother. Drawing the paintings. Was habe ich gefragt? Achso, ja, nee, ich wollte von den Mädels erzählen, eben die also was heißt, ich habe ja schon fertig erzählt, die das halt dann gesagt haben. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, wir waren da, dass ich halt, damals hat man das halt so, wie diese Mädels sagen, das gedacht. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich mir 100% sicher bin, dass ich mit der jetzt ewig zusammen bin, dann kann ich das nicht machen für sie. Dann ist das voll schlimm, anstatt, ich meine, hätte ja sein können, dass sie dann in einem halben Jahr Schluss macht oder irgendwas. Und ist ja nee, Mädchen machen generell nicht mit Jungs Schluss. Ja. Und es wäre wahrscheinlich... Ah, ja, voll. Ach, der... Dell ist auf die Länge von dem ja, Ding voll. Irgendwie kommt. Aber warum hast du trotzdem immer extrem viel mehr als ich? Ich habe 92. Das sind die Sterne, wo ich habe eben, wo das Ruder gefallen ist, habe ich alle eingesammelt. Das heißt, ich bin der bessere Spieler. Ich glaube nicht. Ja. Aber wir haben voll viel Dings jetzt Puzzle-Verhalten von Hamstert hier. Ja, und wie gesagt, ich war dann... Weil das war wirklich eine Süße, aber da habe ich dann irgendwie... Ist es dann halt so gekommen. Und dabei wäre das ja... Hätte ja auch sein können, dass wir 5 Jahre zusammen sind. Aber die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du mit deiner ersten Freundin tatsächlich ein Leben lang zusammen bist, ist ja schon eher gering. Oder? Ich habe einen Kumpel, der ist tatsächlich... Seitdem er 14 ist, mit seiner Freundin zusammen. Ja, aber ich sag die Wahrscheinlichkeit, so wenn die große Der ist jetzt Masse auch 31, oder, nee, der ist jetzt 34 und der ist immer noch mit seiner kleinen Freundin zusammen. Das gibt's schon. Sehr romantisch. Sag ja, aber wenn ich die Menge nicht. Der Leute anguckst. Dann. Voll cool. Oh, das ist ein Lasso-Man. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ja, aber du, die Farben sind doch cool, lass das doch mal. Ja, ich wollte, dass du den, dass einer von uns den nehmen ja, kann. Ich ihn halt. Lieb ihn. Ich werde geliebt. Oh, ja. Jetzt geht's ab. Nice. Jetzt kommt der SM-Part vom Spiel. Endlich. Oh, warte mal, komm, vielleicht hat's da unten. Weil die haben doch auch manchmal so Dingsbums. Was heißt, oh komm, ich hab ja gar keine Wahl. Stimmt. Ich bin der Herrscher. Oh, Kirby ist echt. Also, wie soll ich der das sagen? Der extreme Diktator. Ein Mega-Diktator. Ah, und guck, wie Hitler will er auch Künstler werden. Oh mein Gott. Und das Spiel heißt Star Allies. Also die Alliierten. Ja, ja. Obwohl, aber die Alliierten sind eigentlich nicht. Scheiße. Ich find's gut, dass sie das aber mit stimmt. eingebaut haben. Ey, hey, cool, wir leuchten das alle. Ist das wie ein Stern? Ja. Ja. Juhu. Oh, das ist der Sandmann. Oh ne, der Pfandmann. Pfandmann. Oh, Achtung, Pfandmann hat aufgehört. Ich meine. Pfandmann hat aufgehört. Das klingt nach so einer Schlagzeile, weißt du, aus der Bild oder so. Pfandmann hat aufgehört. Hä? Cool, hast du ein schönes Stillleben gemalt. Ui. Hä? Es passieren so viele Sachen gerade. Wie die Leute ich weiß nicht. Ja, es ist total überflutet. Hm. Aber es macht mega Bock. Das mit dem Maler finde ich richtig. Das ist richtig cool. I like this games. A lot. A very nice. A very nice, a great success. Den müssen wir eigentlich mal wieder angucken, das ist schon ewig. Oh, ich liebe Borat. Also, platonisch. Das ist legendär, der Film. Ich frage mich immer noch, wie viel von dem Film so geskriptet war. Wie viel wirklich so. Und wie viel halt wirklich. Die haben wahrscheinlich bestimmt stundenlange Outtakes, weil das ja nicht immer so laufen konnte. Ja, und eben, ich denke mir halt so, weißt du, Sachen wie ganz am Ende das mit der, wo Pamela Anderson so einen Sack über den Kopf ja, stellt. Ja, das kann nicht. Das kann es ja fast da nicht. Hätten die hätten zusammen genug, ich glaube auch, ja. Die amerikanischen Securities. Ja, die verstehen keinen Spaß. Ja.
Die verstehen wirklich keinen Spaß. Als ich letztes Jahr an der Passkontrolle war, hatte ich so einen richtig ätzenden Typen da sitzen, der mich nicht reinlassen wollte, weil mein Passport so ein, sag mal, ein paar Gebrauchsspuren hat, ja. Wollte er dich nicht ins Land lassen? Wollte er mich nicht ins Land lassen. Bei deiner Schwester, wo, zu deinem Schwesterbesuch oder wie? Oder nee, letztes waren? Jahr, als wir den Roadtrip gemacht haben. Boah, krass. Und was, wie es dann ausgeht? Also, ich meine, das reingekommen ist mir klar. Ja, er hat sich's angeschaut und hat gesagt, what is this? What is this thing? Und ich so, it's my passport. Und er so, do you know what this is? This is mutilated. You know what mutilated means? Ich so, yeah, I know what mutilated means. Und er so, aber er so, weißt du, voll die Worte und geht selbstverständlich davon aus, dass er muss ja keine andere Sprache können. Ja, vor allem hat er es noch so dumm gesagt, so von nein, wegen als... Nein, wir brauchen doch eine vierte Person. Ja, dann nimm den doch. Nee, dann ich will, dann ist er weg. Du musst ihn nehmen. Ah, okay. Ja, jedenfalls... Weißt du, dann habe ich einfach gedacht, oh Mann, wie ätzend. Ich hätte so gern irgendwie einfach gesagt, du kotzt mich einfach nur an. Nee, du musst auch da draufstehen. Aber ich dachte, das Beste ist, wenn man einfach nur nichts... Ja. Wie geht es jetzt, dass wir da hochgehen? Keine Ahnung, ich kann hier... Guck mal, ich kann das einfach, ich kann sowas malen. Das müssen irgendwie alle mal draufstehen, oder? Kriegen wir das nicht hin, dass da alle draufstehen? Doch, jetzt? Ich weiß nicht, ob alle draufstehen müssen. Ah, doch? Wie sollen so... Im Endeffekt hat er mich dann reingelassen, übrigens, ins Land. Und ja, dann, aber ich habe einfach nur gedacht, was für ein blöder Arsch. Wie geht das? Kann man nicht oben? Hüpft man da nicht oben rein, ne? Ich glaube nicht. Oder müssen wir auch in der richtigen Reihenfolge stehen? Weißt du, das wieder... Witzig. Guck mal, die Farben. Guck, das ist so nach Farben. Du als erstes, dann ich nebendran und dann die anderen zwei. Das ist dann da. Wie siehst du die Farben? Reintin. Hat die Strahlen, wo da hochgehen, haben doch Farben. Ah. Genau wie wir. So, und jetzt der Grüne müsste eigentlich hinten hin und der Blaue in die Mitte. Oder nicht? Doch. Stimmt, denn die haben Farben. Geil, also aus dem Kühlschrank kommen so Essenssachen und dann hat man sie immer. Boah, das ist ja ein mega lustiger, mega cooles Power-Up. Okay, ich habe keine Ahnung. Shit. Vielleicht ist das auch nur so eine Idee von mir, vielleicht stimmt's auch nicht. Zurücksetzen? Ja, okay. Ah. Und jetzt? Und jetzt gewinne Freunde mit Freundenherzen. Achso, ich dachte, das schießt uns da auch irgendwie in den Himmel oder so. Keine Ahnung, Mann. Aber ich möchte den gern. Ich möchte gern dieser Maler sein. Okay, aber. Ja, komm, dann können wir auch zu zweit erstmal weiter. Ja, dann machen wir zu zweit weiter. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber okay. Das ist so cool mit dem Pinsel. So ein bisschen, es geht so ein Miss Mickey Mouse. Ja. Das ist echt ein cooles Feature. Irgendwas, ja. Ich glaube, wir müssen... Oh, ich glaube, es kommt der End. Jetzt Bass. Check ich auch, wie man es in der Luft bewegt. Meinst du? Das sieht ja sehr episch aus. Oh, Achtung. Oh. Ach, das ist unser... Der Baum da. Okay. Nee, beim allerersten Kirby, der Wächter, das war also Wispy Woods. Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie Bomben oder sowas in seine Fresse schießen. Ja, man kann ihn. Ja, okay. Shit. Kann ich ihn einfach anzünden? Ich mach schnell einen Kühlschrank. Das ist ja einfach, ich kann ihn einfach machen. Ja, aber lass doch. Die kommen, wir brauchen ein bisschen mehr Challenging. Nein! Der hat dich gefressen. Ja, und mein Power-Up ist weg. Aber es ist noch da. Der hat dich gefressen, als ob es jetzt echt irgendwie passiert ist. Nein! Oh, was macht er jetzt? Flugbaum. What? Alter. Warum bist du so riesig? Wie du ihn einfach nur anzündest. Wow. What? Ah, jetzt hätten wir diesen Schirm gut gebrauchen können. Ja, genau. Aber du hast ihn einfach weggefeuert. Oder wie Rammstein sagen würde, ja. Feuerfrei. Die bringen ein neues Album raus, Rammstein, nach 11 Jahren oder sowas. Echt? Ja, ja. Der zweite, der andere.
aber seine Tränen sind unsere Nahrung. Ah, das böse Herz. Jetzt schauen wir hier noch. Was passiert? Le Bettherz. Das passiert gerade. Eine sehr schöne Abschlussfolge heute hier an einem sonnigen Tag draußen. Wir sitzen im Bunker. Ja, gut. Rollladen zu. Oh, aber Hauptsache, es wird dem Spiel gefrönt. Guck. Ja. Yes, Triple Puzzle. Triple Puzzle. Vor allem, es heißt ja Puzzle. Aber wenn man einfach immer sagt Puzzle. Guck mal, dann haben wir das Spiel schon durchgeschafft. Genau, das war's. Wie viel hat's gekostet? 50 Euro. Nee, 70. 70? 70 Franken. Ja gut, das sind 60 Euro. Ja, sowas. Schlagabtausch im Schloss. Töte mich. Oh Gott, halt die Fresse. Gut. Das war's, oder? Warte. Das war's.